Zeitmanagement ist wichtig, vor allem im Lehrerberuf. Wir haben zu diesem Thema eine Expertin interviewt. Peggy Kaminski ist Lehrercoachin und Strategin für Zeitmanagement. Im Interview erläutert sie, warum ein gutes Zeitmanagement für Lehrkräfte besonders wichtig ist und gibt zahlreiche gute Praxistipps für den Schulalltag, auch und besonders in Zeiten von Corona. Sie sind selbst ehemalige Lehrkraft und sind jetzt Lehrercoachin. Wie kam es dazu, zu diesem Wandel? Genau. Es liegt quasi in meiner eigenen Geschichte drin, dass ich 9 Jahre eben Lehrerin war. Und während dieser 9 Jahre, ich bin immer jemand, der braucht immer trotzdem neuen Input und alles. Und habe dann eine Coaching-Ausbildung nebenher gemacht und mich noch zum betrieblichen Gesundheitsmanager weitergebildet. Einfach, weil ich immer mehr gemerkt habe, das Thema Lehrergesundheit ist so mein Thema. Als ich in den Job eingestiegen bin, habe ich gemerkt, das Referendariat war schon stressig. Und jetzt steckt man in diesem Job und hat so einen Berg an Wust zu erledigen. Und genau, um den ging es eben, den jetzt zu bewerkstelligen. Man hat natürlich seine eigenen Erwartungen an sich. Und das andere schaffen es auch, ich muss es auch schaffen. Mhm. Und da eben wirklich aufzupassen, aber dass man da nicht sich völlig drin verliert und alles Zeit, die man hat, da reinzustecken, habe ich eben für mich irgendwie überlegt, was kann ich tun, damit ich alle Arbeit schaffe, aber trotzdem noch Zeit für mich, für die Partnerschaft. Nach 3 Jahren kam auch mein kleiner Sohn dazu. Der war natürlich wichtig und damit war Zeit auch immer wichtiger für mich. Ja. Und genau, und dadurch habe ich eben meine Strategien immer mehr entwickelt und habe gemerkt, wie gut sie mir eigentlich tun, weil ich habe was, einen Rahmen, in dem ich mich bewege und der mir eben meine Lehrergesundheit erhält, sage ich mal. Ja, damit haben Sie quasi erklärt, was Strategin für Zeitmanagement im Lehrberuf schon bedeutet und warum Ihnen das Thema so wichtig ist. Und sagen ja auch, Sie selbst haben Zeit gesucht für die wichtigen Dinge, sei es jetzt privat, aber auch, dass es eben beruflich mehr Kapazitäten gibt. Wofür haben denn Lehrkräfte Ihrer Erfahrung nach zu wenig Zeit? Also was immer mehr, was immer laut ist, ist, sie haben zu wenig Zeit tatsächlich zum Unterricht vorbereiten. Das ist so ein großes Thema, was vielen in den Nägeln brennt, weil Schulen sich ja entwickeln sollen und jede Schule geht zu ihren eigenen Weg und will natürlich dafür auch für sich die Flagge hochhalten und da sollen Kollegen natürlich viel in der Schulentwicklung auch mitwirken. Klar, Schule ist ja ein lebendiges Konstrukt an der Stelle. Aber gerade bei jungen Kolleginnen und Kollegen stelle ich eben immer fest, die haben wirklich wenig Zeit für sich, um runterzufahren, um Abstand zu bekommen, um, ja, ich sag mal, vielleicht auch regelmäßig wieder Hobbys zu haben. Und wenn natürlich Familie hinzukommt, dann merken auch viele, oh Gott, ich habe viel zu wenig Zeit für meine Familie, für mein Kind. Einfach, weil man eigentlich das Gefühl hat, nie Feierabend zu haben in diesem Job. Mhm. Da kommen dann die Mails, das ist ja gerade aktuell jetzt mit dieser Corona-Lage, ein ganz großes Thema, dass zu jeder Uhrzeit Mails kommen und die Erwartung da ist, man soll präsent sein, man soll reagieren. Und das sind natürlich so Themen, die gehen ganz schnell ins Häusliche rein und man hat auch keine klare Abgrenzung, wo ist mein Arbeitsplatz. Ne? Weil viele eben zu Hause tatsächlich abends noch wieder sitzen, arbeiten, Arbeit mit nach Hause nehmen. Mhm. Und, das heißt, die Pandemie hat letztlich auch das Zeitmanagement der Lehrer geändert. Die müssen sich jetzt umorganisieren und nehmen viel mehr mit in den digitalen Raum oder mit nach Hause auch. Klar, also ich sag mal, jetzt geht es ja langsam wieder in die Richtung, dass wieder was mehr in der Schule stattfindet. Aber klar, diese Zeit war natürlich ganz extrem, weil ja mitunter alles zu Hause abgelaufen ist. Ne? Beziehungsweise, wenn Notbetreuung war, klar musste man vor Ort sein oder jetzt wie die Prüfungen eben stattfanden auch. Aber grundsätzlich war es natürlich eine große Herausforderung, jetzt zu Hause alles zu managen. Und na klar, wenn Familie dazukommt, ich glaube, das zog sehr durch alle Berufsgruppen, hatte man dieses Homeoffice, Familien-Homeoffice-Thema inzwischen. Ja. Und inwiefern sind Sie denn dann als Lehrer-Coaching, also Personal-Coaching, wie beraten Sie da Lehrkräfte? Was genau tun Sie da? Genau, also Coaching hat ja den Ansatz, immer lösungsorientiert zu sein. Das heißt, wir gucken, wo liegt der Hase im Pfeffer, wo ist das Problem und wo möchte derjenige hin? Und da gucken wir natürlich, welche Wege gibt es, welche Unterstützung gibt es, wo gehen wir da ran, was selber ist man auch bereit zu geben und wo sagt man, stopp, das ist für mich so ein Logo, da kann ich nichts ändern. Genau, also das wirklich überwiegend im Gespräche, mit verschiedensten Methoden, dass man
Perspektiven wechselt. Es gibt was ganz Tolles, das ist immer sehr hilfreich, habe ich den Eindruck, wenn man so diesen kleinen Außerirdischen über sich fliegen lässt, ne? Und seine Situation erstmal aus ganz anderer Sicht sieht, aus seinem normalen Hamsterrad einmal austritt, um dann zu gucken, okay, wo habe ich überhaupt die Stellschrauben? Denn das ist das Schwierige, ne? Die rauszufinden, weil man ja so drin ist in dem Ganzen. Mhm. Und genau, da ist erstmal immer eine große Hilfestellung zu sagen, da gucken wir genauer hin. Können Sie zusammenfassen, was ist wichtig, damit ein Lehrer sich zeitlich gut organisieren kann? Viel Selbstdisziplin. Ja. Das Schlüsselwort. Genau. Allen gegenüber wirklich sich zeitlich Grenzen zu setzen, aber für sich selber auch zu sagen, ich habe jetzt für heute wirklich genug getan, ich muss jetzt noch mal eine Stunde haben, um runterzufahren. Da wirklich für sich auch klar zu sagen, morgen ist auch ein Tag und zu schauen, dass es wirklich nicht an die Substanz geht, dass man selber eben auf sich achtet und Zeit, die man zur Verfügung hat, dann auch zu nutzen. Aus Erfahrung heraus weiß ich, in der Schule, man wird so schnell angesprochen, man kommt in so viele Gespräche ganz schnell rein und redet dann vielleicht auch länger, als es am Ende vielleicht auch Nutzen gehabt hat. Ja. Und da eben auch vielleicht zu sagen, okay, ist interessant, was ihr erzählt, ich muss leider nochmal, weil ich habe jetzt nur noch diese Freistunde und heute Nachmittag liegen andere Dinge an. Und sich da vielleicht auch ein Stück weit dann zu sagen, was ist mir in dem Moment wichtig. Mhm. Das heißt, Selbstdisziplin kann man lernen? Ich würde sagen, ja. Oder man muss es lernen sogar. Was kommt mit dem Lehrberuf einher? Ja, ich sage mal, der Werdegang bis zum Lehrer, das Referendariat, ne, das erfordert ja auch schon ganz viel. Ne? Da muss man auch selbstdiszipliniert sein und sich ransetzen und diesen Druck eben teilweise auch standhalten. Was natürlich eine wahnsinnige persönliche Entwicklung mit sich bringt auch an der Stelle. Aber dann nachher am Ende wirklich zu sagen, okay, wo ist mein Fokus? Was muss ich heute erledigen? Was ist heute brennend wichtig? Was kann ich aber vielleicht auch am Freitagnachmittag nochmal kurz erledigen? Da für sich wirklich die Strategien zu finden und zu sagen, die helfen mir, damit ich an meinem Thema bleibe und auch weiß, ich habe heute den bestmöglichsten Arbeitstag absolviert und bin zufrieden auch. Klar, Zufriedenheit ist ein großes Thema. Ja. Jetzt können Sie natürlich aus eigener Erfahrung, Sie waren selbst Lehrkraft, sprechen und haben auch viel Erfahrung jetzt schon im Coaching-Bereich gesammelt. Wir haben eben gerade über Elterngespräche gesprochen, aber auch über das Referendariat, also sehr zeitintensive Leistungen oder ja, Dinge, die die Lehrkraft hier leisten muss. Welches sind denn noch andere Bereiche, die Ihnen im Coaching auffallen, die immer wieder aufploppen, wo Sie beraten müssen? Das ist tatsächlich, dass viele sagen, diese Trennung Arbeitsraum und Zuhause, dass die ganz schwer, dass da auch oft eine Vermischung stattfindet. Und wenn es die E-Mail lesen ist, ne? Man muss ja nicht mal physisch irgendwas beihaben, einen Stapel Klausuren, sondern ich habe mein Handy da, ne? Wir alle machen viel über Handy und zack, lese ich mal abends, obwohl ich eigentlich entspannt irgendwie beim Tee sitze, meine E-Mails für die Arbeit noch. Mhm. Genau, das ist ein großes Thema, für sich wirklich auch einen Zeitabschnitt zu finden, zu sagen, das ist jetzt Arbeitszeit gewesen. Das zum einen. Und ein großes Thema ist auch immer wieder die Archivierung von Material, Unterrichtsvorbereitung. Mhm. Ja. Ja. Es gibt so Dinge, Stunden, die kommen immer wieder, ob es jetzt nächstes Schuljahr gleich wieder ist oder 2 Jahre später. Aber Fakt ist, man unterrichtet es irgendwie wieder und dann liegen Berge an Material vielleicht zu Hause, in Teilen in der Schule. Ja. Und auch da vielleicht für sich ein System zu finden, zu sagen, wie schaffe ich es zu archivieren, damit ich es am Ende auch entspannt wieder ziehen kann. Ne? Oder nur geringfügig vielleicht wieder abändern muss, um es aktuell zu haben. Ne? Ja. Als Fach Geografie, da können wir natürlich keine Zahlen von vor 10 Jahren ziehen. Wenn man über bestimmte Länder und Situationen redet. Aber auch da, ne, sich Hilfen zu schaffen, wie schaffe ich es mir, da Entlastung zu geben, um schnell wieder einzusteigen ins Thema und ja, nicht alles doppelt machen zu müssen. Da sprechen Sie ja gerade schon so eine Art Praxistipp an, wie sich Lehrer das Zeitmanagement selbst zunutze machen können. Welche anderen Tipps würden Sie denn den Zuhörerinnen und Zuhörern, unseren Lehrkräften geben? Wie geht gutes Zeitmanagement? Ja,
da muss man natürlich mal abstufen, hängt natürlich von ab, welche Schulform ich habe und welche Jahrgänge ich auch unterrichte. Ich sag mal, Grundschüler haben natürlich einen ganz anderen Betreuungsbedarf, als wenn man in der Oberstufe nachher unterrichtet. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig zu schauen, welche Prozesse kommen immer wieder im Schuljahr, wo kann ich mir da vielleicht Vorlagen, Checklisten erstellen, die mir helfen, wirklich am Ende zu sagen, habe ich und muss nicht wieder von vorn anfangen zu planen und zu suchen. Ebenso wie die angesprochene Unterrichtsvorbereitung. Und hilfreich ist es natürlich auch für sich, vielleicht auch zu lernen, fokussiert zu bleiben, gerade in Gesprächen auch. Ich erinnere mich immer an ein Gespräch mit meinem damaligen Schulleiter, der dann gesagt hat, Frau Kaminski, Sie sind immer sehr zielorientiert, sage ich immer. Wir haben jetzt 45 Minuten und wir wollen am Ende ja auch ein Ergebnis. Und da bringt es mir nichts, wenn ich ins, von Hölzchen ins Stöckchen komme, sondern wirklich gucke, was hilft uns jetzt weiter, um dahin zu kommen, wo wir hinwollen. Und das vielleicht auch als kleinen Tipp, dass man schaut, wo möchte ich gern hin? Mit Eltern, das ist ja auch immer so ein Gesprächsthema, so ein großes, kann auch viel Zeit in Anspruch nehmen, aber auch da zu schauen, wie schaffe ich ein Gespräch nett, das ist natürlich immer wichtig, das muss trotzdem sympathisch bleiben, aber trotzdem stringent, weil Zeit ist für alle wichtig, ja, zu führen. Ja. Und da können Checklisten mit Sicherheit auch helfen, indem man sich einfach erstmal orientiert, was hat der eine zu sagen, der andere, aber dass am Ende wirklich auch immer steht, was fassen wir zusammen, was können wir fürs nächste Gespräch mitnehmen und jeder von uns tun. Genau, das ist wichtig, was Sie ansprechen. Jeder von uns, ne, dass das auch ein Wir-Gefühl ist. Und nicht dieses, das ist Ihr Thema, das ist mein Thema und der Schüler sitzt daneben und sagt so, es geht doch um mich, können wir bitte zusammen irgendwo was finden? Das ist natürlich auch mal ein wichtiger Punkt, ja klar. Und sind Sie auch vor Ort, gehen Sie auch mal an Schulen als Coaching-Expertin oder findet das alles außerhalb der Schulzeiten statt? Innerhalb der Schulen weniger, allein weil es ein sensibles Thema ist und es teilweise vom Gefühl würde ich sagen, für manche auch noch ein Tabuthema, von wegen, oh Gott, ich brauche jetzt Hilfe, um alles zu schaffen, was natürlich sehr schade ist, weil jeder weiß, glaube ich, dass der im Lehrerjob ist, ne, dass wirklich viel ansteht und man da gut organisiert sein sollte, eben auch, um wirklich gesund in dem Job zu bleiben. Von daher findet vieles doch außerhalb von Schulräumen statt. Ja. Aber das Coaching wird gerne angenommen von den Lehrkräften. Sie haben auch das Gefühl, dass Sie ganz viel mitnehmen können für Ihren Alltag. Ja, ich denke schon. Genau. Ich habe jetzt ja, steht bei mir ein Webinar an, in dem ich eben drei Strategien nochmal konkreter vorstelle. Und die Anmeldung, ja, also das ist jetzt seit letzter Woche, habe ich es eben online gestellt, dass man sich anmelden kann. Und ich stelle fest, dass aus ganz Deutschland ist Zulauf da. Ja. Natürlich, viele sind gerade mit dem Thema Corona jetzt sehr eingespannt. Andere sagen aber auch, es ist super, weil Corona ist irgendwann vorbei. Und ich schaue natürlich nach vorne und das sind Themen, die bleiben bestehen. Ja. Genau. Für die man sich auch irgendwann mal Zeit nehmen muss, ne? Und nicht verschieben kann, sondern vielleicht gerade auch jetzt in den Ferien die Zeit nutzt, um sich besser zu organisieren und mehr Zeit für sich und die anderen wichtigen Dinge zu finden. Ja, genau. Und da finde ich aber, muss es immer pragmatisch bleiben, ja, weil die Sommerferien sind so die einzige Zeit, wo man wirklich mal Luft holen kann, dass man nicht noch trotzdem Klausurenstapel zu liegen oder muss sich vorbereiten, sondern da heißt es mal durchatmen und sich fürs Neue wieder freuen. Ja, das heißt für Sie als Coaching-Expertin sind die Sommerferien eigentlich sehr, sehr busy. In dem Sinne, ja, genau. Weil ich schaue natürlich, wie können wir entlasten, vorentlasten, vorbereiten. Ja. Ja. Das ist das Ziel des Ganzen, wer sich dem in den Ferien widmen möchte. Ne? Deswegen sage ich, ich möchte es an der Stelle leicht und zugänglich machen und aber auch pragmatisch, dass man sagt, okay, ich mache jetzt nicht nur die Theorie und fange Anfang des Schuljahres wieder an, okay, wie war das und stelle dann meine praktischen Sachen her, sondern es soll am Ende was stehen. Ne? Dieses Zielorientierte für mich. Ja. Ja, vielen lieben Dank, Frau Kaminski. Dann hoffe ich, dass sich viele Lehrkräfte angesprochen fühlen und die Angebote, die es jetzt gibt, sei es digital, analog, auch wahrnehmen und viele Lehrkräfte Zeit für die wichtigen Dinge finden. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit, Frau Plappert. Danke Ihnen.